Meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Folge Breeze Edge aus dem Hause Leon D'Agabo. Das bin ich, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und natürlich auch ein ganz, ganz dickes Dankeschön für die Likes und für die Bewertungen. Und natürlich allen voran, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit seit der letzten Folge, seit allen Folgen und dem bisherigen Projekt. Nehmen wir das? Regie, ist das in Ordnung? Ja, können wir drin lassen. Ist in Ordnung, hat Garagenscham. Ja, wir sind nach wie vor hier im Weltall unterwegs, in den Tiefen des Weltalls vom Breeze Edge. Und ich habe coole Sachen gefunden und bei unserem Sexsklaven, den wir hier mit den Handschellen markiert bekommen haben. Und zwar, wir haben neue Kondome haben wir gekriegt und ich will mal ganz kurz was ausprobieren. Ganz kurz möchte ich was ausprobieren. Und hey, wir haben eine Glühbirne. Habe ich gar nicht gecheckt in der letzten Folge. In der letzten Folge. Tatsache. Aber hier ist sie. Wir können endlich den Scanner herstellen. Und hier ist nochmal... das ist Viagra oder sowas. Stopp. Brauche ich nicht, weg damit. Aber trotzdem, aus Interesse behalte ich die mal. Was ist das? Kann ich die nochmal in die Hand nehmen vielleicht? Nochmal irgendwie checken? Doch nochmal so... Nee, leider nicht. Leider kann ich die nicht irgendwie jetzt nochmal vor mir... rumdrehen. Aber wir packen sie zu den anderen Sachen. Wobei, es ist ja interessanter Kram. So ein bisschen männliches Potenzmittel. Zack, legen wir hier oben zum Hamster hin. Zu Mortal Wombat und dem den Überlebenstape. Und dann wollen wir mal gucken. Dann werden wir auch gleich vorher lieber noch den Scanner herstellen. Cool. Aber... Was machen wir mit dem Scanner dann? Also eins brauchen wir definitiv nicht immer auf Halde. Das ist ganz klar die Schere für den Rubber. Aber der Scanner könnte hilfreich sein. Den Grabber habe ich übrigens noch nie benutzt. Und mal gucken, ob wir jetzt zufällig... ich werde vorher speichern, ne? Wenn das nicht funktioniert, was ich jetzt gleich vorhabe, dann laden wir einfach den Speicherstand nochmal. Genau, wir bauen uns noch so ein Sauerstoffkondom. So ein. Wire brauche ich dafür. Okay, habe ich da. Und das Tape natürlich. Zack, einmal das Tape bitte herstellen. Und einmal Wire. Ob wir nicht eventuell noch mehr unsere Sauerstoffreserve etwas buffen können. Das wäre super. Das wäre echt super. Equipment, Tools. Quatsch. Ja, Equipment, genau. Okay, jetzt haben wir noch ein Sauerstoffkondom am Start. Aber wenn wir das jetzt darüber packen, passiert nichts weiter, richtig? Nein. Nee. Wir haben einfach nur so 75. Oder mit dem 75. Aber warte mal. Oh, das möchte ich mal kurz ausprobieren. Wenn ich jetzt hier draußen Sauerstoff verballere... Jetzt bin ich bei 70 und wechsle den Kondom. Nein, schade. Nein, leider passiert gar nichts. Okay, dann hätten wir uns das auch sparen können. Wir laden nochmal den Safe Slot und dann geht's wieder ran. So. Scanner haben wir gebaut. Wir brauchen Sauerstoffstationen, zwei Stück, zwei an der Zahl und einen Generator wollten wir uns bauen. Wir werden jetzt zweimal schön Electrical Tape herstellen. Das dicke, the thick Electrical Tape. Oh ja. Und brauchen Refined Metal, richtig? Ne, Aluminium, okay. Zack, haben wir. Und jetzt noch eine zweite. Dafür wieder brauchen wir die Oxygen Candle, die Sauerstoffkerze. Haben wir ein bisschen was vorbereitet hier. Und können jetzt die zweite Sauerstoffstation herstellen. Und ich möchte noch mal einen Sauerstoffcharger. Heißt der so? Sauerstoffcharger möchte ich gerne mitnehmen. Oxygen Generator. Und dafür brauchen wir noch mal Refined Metal. Vier Metall brauchen wir dafür. Haben wir jetzt gerade nicht da, oder? Haben wir das da? Haben wir noch Metall hier? Nein. Aber ist schnell bekommen. Was sagen unsere Knüppel eigentlich? Ist der letzte. Dann brauchen wir auch noch einen neuen Knüppel. Mindestens einen. Einer sollte aber reichen. Equipment, Tools. Dreimal Metall. Ja gut, dann mach jetzt
Oder dein Knüppel. Wir holen 4 mal Metall rein. Für Refined Metal. War noch 4, ne? 4, sag ich doch. Geht noch alles. Und Eis brauchen wir. Eis, Glibberzeug zum Essen. Ja, so ist das halt. Das Leben, das Überleben im All. Das kostet alles so seine Zeit. Oh, hier haben wir Glibber. Sehr schön. Schön. Und jetzt noch die Kondome weg. Einen Bohrer wollten wir uns auch noch bauen. Bevor wir rausgehen, sollte ich vielleicht mal kurz checken, was wir dafür nochmal brauchen. Auch Refined Metal, also mindestens 8. 8. 8 mal Metall und 8 mal Metall und 2 mal Rubber. 8 mal Metall, 2 mal Rubber. Der will aber heute auch nicht raus. Mein Frosch im Hals. Der will einfach nicht. Da bezahlt er keine Miete. So, pack mal hier rüber kurz, aus Spaß. Oh, passt nicht rein. Damn! Der dann droppt das halt hier hin. Ich hoffe, es geht nicht flöten. Ich hoffe, es geht nicht einfach verloren. Ich speichere mal lieber. So, Fabric. Das können wir aber zurücklegen. So viel Zeit muss sein. Transfer. 8 mal Metall. 8 mal Metall. Los geht's. 8 mal Metall. Und Eis. Eis ohne Ende. Können wir auch ein bisschen zerknüppeln. Kommen wir schneller ran. Eis, Eis. Ne, das war Metall. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ei. Oh. Und wir haben kein... Doch, wir haben einen Knüppel. Wir brauchen noch viel mehr Metall. Wir müssen definitiv mit 2 Knüppeln gehen wir darüber. Wer weiß, was uns da erwartet. Und ich möchte auch 2 Bohrer dabei haben. Immer einen Backup-Bohrer dabei zu haben. Mach dich niemals fern vom Acker ohne deinen Tacker. Ne? Altes Top Gun-Zitat. Und das gleiche gilt hier ähnlich, und zwar mit dem Bohrer. Na, komm. Komm. Schön hintereinander weg. Glibberzeug, kurz atmen gehen. Achso, ja, und ich habe natürlich zwischen den Folgen habe ich jetzt mal wieder unsere Energie aufgeladen. Das macht man, indem man hier sich schlafen legt. Ich weiß gar nicht, wann die Folgen hier erscheinen. Ich nehme es eigentlich ziemlich zeitnah auf. Alles, auch zu den letzten vorangegangenen Folgen. Ah, komm schon. Was ist das hier? Auch wieder Metall, ne? Haben wir genug Metall? 4, 8, ja, theoretisch ja, aber wir zerkloppen jetzt noch einen. Dann haben wir ein bisschen auf Tasche. Wo war der denn jetzt? Ach, da oben, egal. Wir nehmen den. Und Eis, jede Menge Eis. Können wir uns auch neue Knüppel herstellen. So, das Fliegen hier im luftleeren Raum, hier in der Schwerelosigkeit, das ist schon nicht ohne. Da. Mensch, da wollte er nicht raus. Schon wieder nicht, aber jetzt ist er weg. Im luftleeren Raum, das ist schon so eine ganz schön fricklige Geschichte, aber es ist gut gemacht, es fühlt sich irgendwie authentisch an, auch wenn dieses Spiel einen eher ironisch spaßigen Ton anschlägt, fühlt sich hier das Driften durch die Schwerelosigkeit extrem cool an. So, ich sag mal nahbar. Ich vertraue diesem Spiel, dass das authentisch ist. So, lecker, Nutrition Package. Nutrition, genau, Nutrition natürlich, wie meine Subs. Nutrition Subs. Da. Ja komm, bau mal den ganzen Glibber gleich ab, dann sind wir damit durch erstmal. Da hast du eine ganze Weile zu essen. Schöne Sache. Ja komm, mach. Aber jetzt haben wir nur ein Wasser noch, ne? Aber ist in Ordnung. Wir können drüben mit dem Bohrer können wir uns Wasser holen. Da sind Wassertanks. Dann halten wir da mal kurz inne. Gleich mal ein Essen. Ein Schlückchen trinken. Ja, ist in Ordnung. Alles cool. So, wir haben jetzt 2 Sauerstoffstationen, wollten noch einen Generator herstellen und einen Bohrer. Equipment, Tools. Was fehlt? Achso, den Scanner haben wir schon. Für den Drill brauchen wir Refined Metal. Jawoll. Ah, und das Tape, natürlich. Das Tape haben wir noch gar. Wir haben noch gar kein Rubber.
Ja, das ist natürlich jetzt nicht so schön. Aber wir können den Oxygen Generator herstellen. Oh! Das war gerade das Geräusch. Das ist immer noch meine Twitch-Alerts, die mir dann auch Auskunft geben, wenn ich ein YouTube-Abo gemacht habe. Vielen Dank für dein YouTube-Abo. Aber angezeigt wird es nicht mehr. Muss ich mal komplett mein OBS überarbeiten. Bei Zeiten, dass das dann sich immer so in der Aufnahme dann passiert. Hatten wir ja schon ein paar Mal. So. Wir haben den Sauerstoffgenerator. Jetzt noch den Drill, aber wir brauchen Tape, also brauchen wir Rubber. Rubber. Aber den Knüppel können wir schon mal herstellen. Equipment, Tools, Knüppel. Und wenn wir schon mal dabei sind, gleich noch einen zweiten Knüppel, oder? Ja, wir hätten sogar noch einmal Refined Metal dann im Angebot. Schere kann weg fürs Erste. Zack. Und wir gehen jetzt. Irgendwo müssen wir uns Rubber her besorgen. Aber woher nehmen und nicht stehlen? Ah, guck mal, da ist doch gleich eine Kiste. Schön gespawnt. Kann man die zerlegen? Nee. Das ist nur Fabric, aber naja, gut. Ein geschenkten Gaul und so weiter und so fort. Oh, Rubber, wo kriegen wir jetzt Rubber her? Irgendwelche Fußmatten wären ganz gut. Gut, ein Radio nehme ich auch mit. Dass wir zumindest ein bisschen Plastik haben und eine neue Batterie. Aber irgendwo müssen wir noch Fußmatten oder so finden. Irgendwo müssen wir noch eine Fußmatte oder so finden. Hey, eine neue Ortschaft. Flashlight, oh geil. Eine Taschenlampe. Wir können eine Taschenlampe bauen. Haben wir jetzt geklaut, ne? Aber er leuchtet auch wieder so ein bisschen nach. Okay, das ist nicht schlimm. Alles cool hier. Erstmal zurück zum Shuttle. Gut zu wissen. Die brauchen wir dann natürlich auch. Vielleicht wird es ein bisschen dunkler nämlich. Und auch wenn im Dunkeln gut munkeln ist. Wir haben ja gerade Licht irgendwie von irgendeiner Quelle. Aber wenn wir dieses nicht mehr haben, dann sehen wir nun mal gar nichts mehr. Und das wäre nicht so cool. Vielleicht soll ich mal die Sachen scannen, die noch leuchten. Auch hier unser Sextyp, vielleicht kann man das noch scannen, eventuell. Vielleicht finden wir da unten noch so ein bisschen Rubber. Da drüben müssen wir auch mal hin, das sieht sehr, sehr wichtig aus. Da wäre Alu, brauchen wir aber gerade gar nicht. Das ist cool, wenn wir das jetzt scannen. Bringt gar nichts. Nothing! Kein Rubber. Kein bisschen Rubber. Dich hätte ich sowieso aufgeladen. Also können wir jetzt mal kurz eine Zwischenlandung da machen. In der Hoffnung, dass wir hier eventuell auch noch ein bisschen Rubber finden. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Jo, cool, alles cool. Am nächsten Mal laden wir dich auf. Nee, beim übernächsten Mal. Du kannst noch ein bisschen. Haben wir hier vielleicht Rubber? Ein paar alte Gummimatten oder so. Nee, hier sind nur Toiletten wieder, ne? Warte mal, stopp, da war was. Depressurization may occur vicinity of the toilet pump. Oh, super, super. It's highly recommended not to sit on it. Das ist eine Hand. Pass, wie bitte? Wie bitte? Warte mal, stopp. Thumbnail. Kurz durchatmen gehen. Und uns ein wenig den Hintern aufwärmen. Ist schon so ein bisschen in Thrill getaucht hier. Also nicht nur, dass man ständig seinen Sauerstoffgehalt achten muss, sondern jetzt auch hier draußen, weit entfernt hier von unserem Shuttle, also weiter entfernt, muss man auch auf die Kälte aufpassen. Das ist eine kleine Herausforderung. Für alle Survival-Fans dort draußen. Radio. Ja, aber wir brauchen noch was anderes. Wir brauchen noch Rubber. Wir brauchen ein wenig Flubber. Der Kiste vielleicht.
Da, rubber, 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 rubber. Yeah. Cool. Vielleicht noch mehr. Irgendwo versteckt. Eventuell. Und dann möchte ich mal die neuen Blueprints erstmal checken. Vielleicht können wir es uns ein wenig einfacher machen. Taschenlampe wird uns jetzt noch nicht so viel bringen, aber vielleicht ist sie schnell gebaut. Aber der Accelerator, der könnte uns was bringen. Jetzt nicht in Sachen Sauerstoff, aber immerhin, irgendwas wird er schon machen. Hi, wir sind wieder zu Hause und werden empfangen von schöner Musik. Wow, she ran about, ignored the wiring. Okay. Equipment. Flashlight, naja, das ist doch schon mal was. Outputting accumulated gases to. Ach so, damit. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Outputting accumulated gases to accelerate the body in weight. Ach so, zum was, wie können wir uns damit voranbewegen? Warte mal, das probieren wir gleich mal aus. Ja, und wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch eine Flashlight bauen. Das ist doch schon mal was. Eine an der Brust montierten Taschenlampe, da sagen wir nicht nein. Wie machen wir das jetzt an, das Ding? Mit F wahrscheinlich, ne? Nee, F ist Pippi. Wir haben rausgefunden, wie Pippi geht wieder. Sehr schön. Ja, Hamster, guck mal. warte. Genau. Das ist ein Furzantrieb. Das können wir auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Wenn es das ist, was ich hier gerade vermute. Ansonsten. Ja, das bauen wir jetzt. Ich glaube, man kann es aber nur einmal benutzen. Refined Metal, ja, stellen wir hier. Ist das nicht so ein Wrap oder so? Ein Shawarma? So eine Art Wrap ist das. Und dann kriegen wir Blähung und dann können wir uns mit unseren Blähgasen fortbewegen. Ja. Ich wollte es zuerst nicht aussprechen. Also ich habe schon verstanden, was da stand, aber ich dachte mir, das kann doch nicht hinhauen. Das können die jetzt nicht hier bringen, aber offensichtlich schon. Offensichtlich geht das schon. Cool. Equipment. Zack. Bin ich sehr gespannt. Bevor ich den das erste Mal einsetze, werde ich speichern. Sag ich doch, Tatsache. Das ist zum Vorankommen. Wie geil. Ein Pupsi-Antrieb, Leute. Ein Pupsi-Antrieb. Lieber Gott, speichern. Und nun? Der Sprint-Taste. Ich tippe mal auf die Sprint-Taste. Ja, es ist die Sprint-Taste. Mach ich Licht an? Mit L vielleicht? Der lädt sich auch mal wieder auf. Nice. Oh Mann, dann hätten wir die ganzen Sauerstoffstationen nicht hinbauen müssen, aber... Jetzt haben wir sie gebaut. Jetzt ist alles cool, für immer. Jawohl, das ist super. Das ist richtig gut jetzt. Das erhöht unheimlich unsere Einsatzdistanz. Der Hammer. Ey, guck mal, hier ist noch irgendwas, was wir noch nicht kennen. Alkali! Das ist heute unsere Glücksfolge, Leute. Alkali, wir können Batterien selbstständig herstellen. Das ist ja super. Brauchen wir gerade nicht. Haben wir gut gelootet. Nice. Wenn ich jetzt noch erfahren würde, wie ich die Taschenlampe anschmeißen kann, dann bin ich ein sehr glücklicher Mann. Flashlight. Ach, mit der linken mittleren Maustaste. Oh! Okay, cool. Mensch, wir sind richtig gut ausgestattet jetzt. Wir brauchen gar keine zwei Sauerstoffstationen, aber wir haben sie jetzt und wir werden sie auch einsetzen, damit wir unseren Weg hier rüber zur Area with Glass weiter solider gestalten können. Schön, Alkali gefunden. Wow.
Breeze Edgers, machst du nur mit uns? Was machst du nur mit uns? Du weißt uns einmal mehr zu verzaubern. Ah, verdammt, wir haben viel zu wenig Wasser. Und einen zweiten Bohrer wollen wir auch noch haben, ne? Was brauchen wir jetzt noch für den zweiten Bohrer? Ohne zweiten Bohrer gehe ich nicht los. Da bringt uns der ganze Pupsi-Antrieb und die Taschenlampe alles herzlich wenig, wenn wir keinen zweiten Bohrer haben. Also Refined Metal, viermal Metall und Rubber haben wir ja, sehr schön. Viermal Metall und wir brauchen jede Menge Eis. Jede Menge Eis. Zu futtern haben wir mittlerweile genug. Und den Glibber können wir mal kurz hier weglegen. Plaste, Alu, alles brauche ich gerade nicht mehr. Ditte kann weg. Batterien doch. Ich glaube, eine Batterie brauchen wir für den Drill. Ansonsten cool. Wie immer alles sehr, sehr cool, meine Damen und Herren. Mir hat es wie immer eine Menge Spaß gemacht. Schön, dass Sie mir hier über die Schulter geguckt haben beim Überleben im Weltall. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Reset Spam Leo. Und ansonsten Däumchen nach oben nicht vergessen, falls euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr mir noch kein Abo dagelassen habt, dann macht das bitte. Natürlich mit Glocke. Ich würde mich freuen. Wiederschauen, reingehauen. Tschüss.